Hallo, ich bin Jule Schrepfer und ich leite den Kurs Elektrodynamik 2 auf dem Orpheus-Seminar 2020. Aus dem Kurs Elektrodynamik 1 kennt ihr schon einige Maxwell-Gleichungen, zum Beispiel habt ihr den Satz von Gauß behandelt oder auch das Ampère'sche Gesetz, das aber in Integralform. Und in Elektrodynamik 2 wollen wir uns das Ganze jetzt ein bisschen genauer anschauen. Zuerst mal möchte ich euch alle vier Maxwell-Gleichungen in ihrer ganzen Schönheit in Differentialform zeigen. Dabei treten dann einige mathematische Formulierungen auf, die ihr vielleicht noch nicht ganz so gut kennt. Deshalb machen wir dann als erstes mal einen mathematischen Exkurs. Und ja, das wird auch so im Großen und Ganzen der Inhalt von dem Video hier sein. Im Seminar möchte ich mit euch dann weitermachen mit Feldern in Medien, also die Elektrizität und Magnetisierung, die verschiedenen Arten von Magnetismus, die es so gibt. Ja. Ein anderes ziemlich cooles Verfahren, eigentlich wie man elektrostatische Probleme, wo irgendwas mit Influenz auftritt, ziemlich einfach gelöst bekommt, sind die Spiegelladungen. Das möchte ich euch dann auch noch erklären. Anschließend werden wir uns das Vektorpotenzial einführen und uns ein Gesetz von Biot-Savart anschauen, wie man Probleme aus der Magnetostatik löst und eben bei gegebenem Strom das Magnetfeld an bestimmten Punkten im Raum ausrechnen kann. Was ihr bestimmt schon aus der Schule kennt, aber was wir hier auch mal ein bisschen vertiefen wollen und uns besonders nochmal die Interpretation anschauen wollen, ist die Induktion. Da gibt es nämlich auch einiges zu beachten, bevor wir dann zu den elektromagnetischen Wellen als Lösung der Maxwell-Gleichungen kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jo. Dann fange ich jetzt mal an mit den Maxwell-Gleichungen. Also darf ich vorstellen, einige der schönsten Gleichungen, die es in der Physik überhaupt gibt. Ja, das sind die Maxwell-Gleichungen in Differentialform. Die oberste Gleichung, das ist der Satz von Gauß, der besagt prinzipiell, dass Ladungsverteilungen Quellen von elektrischen Feldern sind. Die zweite Gleichung, die hat überhaupt keinen Namen, die tritt aus, dass es keine magnetischen Monopole gibt. Das heißt, dass bisher zumindest noch keine gefunden wurden. Also, dass magnetische Felder im Prinzip Wirbelfelder sind und keine Quellen und Senken haben. Sollte eines Tages trotzdem jemand einen magnetischen Monopol finden, dann wird diese Gleichung nochmal umgeschrieben und wir haben eine neue schöne Elektrodynamik. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die dritte Gleichung ist euch bestimmt schon aus der Schule bekannt, das Induktionsgesetz nochmal ein bisschen schöner aufgeschrieben. Und die vierte Gleichung, die kennt ihr bestimmt schon aus der Elektrodynamik 1, das ist das Ampère'sche Gesetz. Damals habt ihr das in Integralform behandelt und hier steht es eben in Differentialform. Also das besagt im Prinzip, dass Ströme oder sich zeitlich ändernde elektrische Felder eben rotierende Magnetfelder verursachen. Aber jetzt fragt ihr euch bestimmt, was Divergenz und Rotation eigentlich sind. Und deshalb möchten wir uns in dem Video ein bisschen ausführlicher mit der Mathematik, die eigentlich hinter den Maxwell-Gleichungen steckt, beschäftigen. Das einfachste von allen ist der Gradient. Ein Gradient, der kann immer auf skalare Funktionen, also Funktionen, die eben nur eine Komponente haben und von den Koordinaten im Raum abhängen wirken. Das ist einfach so was wie die dreidimensionale Ableitung. Es kommt nämlich dann ein Vektor raus und der zeigt in die Richtung, in die sich praktisch das Feld am stärksten ändert. Und der Betrag davon ist eben der Betrag der Ableitung in diese Richtung. In kartesischen Koordinaten kann man es ganz einfach mit Hilfe des Naplan-Operators berechnen. Der Naplan-Operator ist ein Vektor, wo die partiellen Ableitungen nach allen drei Raumrichtungen drinstehen. Und wenn man den dann mit der Funktion multipliziert, dann kriegt man im Prinzip das Naplan-F gleich del f nach del x, dann die y-Komponente ist del f nach del y und
Die Z-Komponente ist der F nach Del Z. Oh, da ist ein Schreibfehler im Skript. Naja, den bessere ich noch aus. Ja, also das kann man eben als Produkt mit dem Nabla-Operator darstellen. Was ihr in den ersten beiden Maxwell-Gleichungen gesehen habt, das ist die Divergenz. Das kann man sich so vorstellen, man nimmt sich ein sehr kleines Volumen und betrachtet praktisch die Fläche, die das Ganze begrenzt. Die Divergenz beschreibt im Prinzip die Quellen des Vektorfeldes, also man betrachtet den Fluss, der von innen nach außen durch diese Fläche durchgeht und dividiert das Ganze durch das Volumen. Wenn man davon jetzt den Grenzwert für V gegen 0 bildet, erhält man die Divergenz. Also das beschreibt im Prinzip, wie viel von dem Vektorfeld an der Stelle im Prinzip nach draußen kommt. Auf den Bildern seht ihr es auch nochmal schön illustriert. Im Fall, den ihr links seht, ist das Vektorfeld quellenfrei, weil im Prinzip genauso viel in das Volumen reinfließt, wie wieder rausfließt. Im zweiten Fall, da fließt eben mehr Vektorfeld rein ins Volumen, als wieder rauskommt auf der anderen Seite. Da ist die Divergenz praktisch kleiner 0. Und rechts seht ihr eine Quelle, wo eben mehr aus dem Volumenelement herauskommt vom Vektorfeld, als wieder reinkommt. Da ist die Divergenz größer 0. Das Ganze kann man jetzt auch noch schön in kartesischen Koordinaten ausrechnen, aber das ist ein bisschen einfacher, man muss nicht immer jedes Mal ganz weit Rechnung machen. Und zwar kann man die Divergenz wieder mit Hilfe des Nabla-Operators ausdrücken. Nur dieses Mal ist es eben ein Skalarprodukt, weil f ja auch ein Vektor ist. Man bekommt also einfach eine skalare Funktion als Ergebnis. Also del fx, also die x-Komponente nach del x plus del fy nach del y plus del fz nach del z. Das Ganze können wir jetzt gleich mal ausprobieren anhand des Coulomb-Felds. Das kennt ihr ja bestimmt aus der Elektrodynamik 1. Da ist E gleich Q durch 4pi epsilon 0 mal 1 durch R Quadrat und das Ganze eben in die Richtung von R. Also kann man auch noch erweitern. Und das Ganze kann man jetzt mit Hilfe von kartesischen Koordinaten aufschreiben. Also R kriegt man mit Hilfe von Pythagoras raus und R ist eben einfach der Vektor x, y, z. Wenn man das jetzt nacheinander die einzelnen Komponenten nach x, die y-Komponente nach y und die z-Komponente nach z ableitet und das dann addiert, das ist eine längere Rechnung, das könnt ihr vielleicht mal selber ausprobieren, dann bekommt man 0 raus, zumindest an allen Orten, wo, also für alle r ungleich 0, weil ansonsten wird ja ein n 0 und dann funktioniert das nicht. Macht das Sinn? Ja, das passt sogar sehr gut mit der ersten Maxwell-Gleichung zusammen, weil die besagt ja praktisch, dass nur dort eine Divergenz auftritt vom E-Feld, wo auch Ladung ist. Beim Coulomb-Feld haben wir jetzt aber nur eine Ladung, die genau am Nullpunkt, also bei R gleich 0 ist. Und an den anderen Orten ist es praktisch divergenzlos. Am Nullpunkt, da kommt dann die Delta-Funktion mal die Ladung raus. Das bedeutet, am Nullpunkt ist die Ladung praktisch punktförmig konzentriert, unendlich viel Ladungsdichte auf einem unendlich kleinen Punkt. Im Zusammenhang mit der Divergenz gibt es auch einen ziemlich schönen Satz, der vieles einfacher macht, und zwar den Satz von Gauss. Der besagt, dass wenn man praktisch über ein Volumen die Divergenz von einem Feld aufsummiert, also aufintegriert, dann bekommt man einfach dasselbe raus, wie wenn man das Flächenintegral des Feldes über die Fläche, die praktisch das Volumen berandet, bildet. Also einfach ausgedrückt, wo Quellen innerhalb von dem Volumen sind, da kommt am Rand von dem Volumen auch ein Fluss raus. Genau das besagt das im Prinzip. Und damit könnt ihr die Maxwell-Gleichung in Differentialform jetzt auch in die Integralform, die ihr schon kennt, überführen.
Dazu bilden wir einfach mal das Volumenintegral auf beiden Seiten der Maxwell-Gleichung. Auf der linken Seite hat man das Volumenintegral über die Divergenz stehen und da bekommt man einfach das Flächenintegral über den praktisch über die Fläche, die das Volumen umschließt, von EDA, also einfach den elektrischen Fluss durch die Fläche raus. Und das ist gleich, wenn man das jetzt auf der rechten Seite anwendet, dem Volumenintegral über die Ladungsdichte geteilt durch Epsilon 0. Das Volumenintegral über die Ladungsdichte ist jetzt eben die Ladung, die in dem Volumen eingeschlossen ist. Und seht ihr, da steht schon die erste Maxwell-Gleichung in Integralform, wie ihr sie kennt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Ganze auch mal aufs B-Feld anwenden, wo ja auf der rechten Seite ein 0 steht bei der zweiten Maxwell-Gleichung. Ist vielleicht eine schöne Übungsaufgabe. Ja. Die dritte wichtige Sache, die in den Maxwell-Gleichungen vorkommt, ist die Rotation. Dafür kann man sich eine sehr kleine Schleife vorstellen. Und dann bildet ihr zum Prinzip das Linienintegral des Vektorfeldes entlang dieser Schleife. Also man nimmt im Prinzip immer nur die Komponente des Vektorfeldes, die parallel zum Linienelement ist. Und diese Komponenten integriert man dann auf entlang der Schleife. Da kommt dann ein Skalar raus. Und das Ganze teilt man durch die Fläche, die praktisch von der Kurve umschlossen wird. Der Betrag der Rotation des Vektorfeldes ist jetzt nichts anderes als der Grenzwert für sehr kleine Flächen von dem Ausdruck. Die Rotation ist allerdings kein Skalar, sondern ein Vektor. Und zwar steht der senkrecht auf der betrachteten Fläche. Muss man zwar anschauen, welche Fläche man nimmt, aber betragsmäßig passt das. In kartesischen Koordinaten mithilfe des Nabla-Operators wird es wieder wesentlich einfacher. Diesmal nimmt man nicht das Skalarprodukt, sondern das Kreuzprodukt. Die Rotation wirkt immer auf Vektorfelder und ja, man hat eben das Kreuzprodukt von Nabla-Operator del nach der x, del nach der y und del nach der z mit dem Vektor mit den Komponenten fx, fy und fz. Das könnt ihr ganz normal ausrechnen und bekommt dann diesen Ausdruck hier. Am besten macht man sich das an einem Beispiel klar. Ihr kennt ja bestimmt das Magnetfeld, das einen unendlich langen geraden Draht, der jetzt meinetwegen entlang der z-Achse geht, umschließt. Das ist ja μ0 i durch 2 Pi mal den Abstand zur Achse, mal den Einheitsvektor Phi in Zylinderkoordinaten. Und das Ganze schreibt man jetzt erstmal in kartesische Koordinaten um. Es gibt zwar auch Formeln, wie man den Gradient, Divergenz und Rotation in Kugel- und Zylinderkoordinaten ausdrückt, aber die sind wesentlich komplizierter als die kartesischen. Wollen wir jetzt in dem Rahmen nicht besprechen. Man bildet dann im Prinzip die Ableitung und man sieht erstmal, dass die x- und y-Komponente wegfallen und man nur noch die z-Komponente übrig hat. Weil eine z-Komponente vom B-Feld gibt es erstmal nicht und fx hängt eben nicht von z ab, weil das ja, ja, also fx hängt nicht von z ab und ja, fy hängt auch nicht von z ab, deshalb fallen die ersten beiden Komponenten raus und man hat nur noch die z-Komponente. Da muss man eben die beiden Ableitungen bilden, also die Ableitung von der y-Komponente nach x minus die Ableitung von der x-Komponente nach y. Das ist ein bisschen Rechnerei. Und am Ende, welche Überraschung, bekommen wir wieder 0 raus. Das zumindest wieder für Punkte, die nicht auf der z-Achse liegen, weil dort der Strom fließt und man da dann auch durch 0 dividieren würde, wenn x² plus y² gleich 0 wäre. Ja, das macht auch wieder Sinn, weil an Punkten, die nicht auf der z-Achse sind, fließt ja kein Strom. Demzufolge nach vierter Maxwell-Gleichung muss ja auch die Rotation von B dort 0 sein. Also kommt das richtig raus.
Für Punkte auf der Z-Achse bekommt man wieder die Delta-Distribution. Und ganz ähnlich zum Satz von Gauss, den wir schon bei der Divergenz hatten, gibt es auch hier wieder einen ganz ähnlichen Satz, nämlich den Satz von Stokes. Wenn man über eine größere Kurve praktisch das Integral von einem Feld bildet, also das Linienintegral FdL, dann bekommt man dasselbe raus, wie wenn man über die Fläche, die praktisch von der Kurve umschlossen wird, über die Rotation integriert. Hier unten auf dem Bild seht ihr auch nochmal eine schöne Veranschaulichung, warum das so sein muss. Also praktisch die die Komponenten von der Rotation, die eben hier in der Mitte von der Kurve sind, die kürzen sich praktisch alle raus. Ich glaube, das sieht man ganz schön auf dem Bild hier. Ist jetzt kein richtiger Beweis, der mathematische Beweis ist ein bisschen länger, aber ich denke, das veranschaulicht das ganz gut. Wenn man jetzt diesen schönen Satz kennt, dann kann man auch die dritte und vierte Maxwell-Gleichung von der Differentialform in die Integralform umrechnen. Ich habe das jetzt mal für die vierte Maxwell-Gleichung gemacht. Man integriert wieder über die Fläche, eigentlich so ähnlich wie man es oben auch gemacht hat beim Satz von Gauss. Und ja, also auf beiden Seiten integriert man über die Fläche. Das Flächenintegral der Rotation von b dA ist gleich dem Integral b dl, praktisch über die Kurve, die die Fläche berandet. Und auf der anderen Seite, wenn man über die Stromdichte praktisch hier durch die Fläche fließt, Flächen integriert, dann bekommt man nichts anderes raus als die Stromstärke. Und aus dem der E nach dt, wenn man es über die ganze Fläche integriert, das ist eben dann die zeitliche Änderung des elektrischen Flusses durch die Fläche. Also haben wir hier auch unsere vierte Maxwell-Gleichung in Integralform stehen. Jo. Das Letzte, was wir noch öfters brauchen werden, ist der Laplace-Operator. Und das ist sowas Ähnliches wie die 3D-Ableitung zweiter Ordnung. Also auf skalare Funktionen wirkt er einfach wie del Quadrat f nach der x Quadrat plus del Quadrat f nach der y Quadrat plus del Quadrat f nach der z Quadrat. Und das ist für skalare Funktionen das gleiche wie die Divergenz vom Gradienten. Wenn man den Laplace-Operator jetzt auf Vektorfelder anwendet, dann darf man aber nicht denken, dass das der Gradient der Divergenz ist. Das stimmt nämlich nicht. Sondern man macht es eigentlich ganz ähnlich wie bei den Skalarfunktionen mit der Definition. Man leitet die Funktion also den ganzen Vektor 2 mal nach x ab, plus den Vektor 2 mal nach y abgeleitet, plus den Vektor 2 mal nach z abgeleitet. Und wer in kartesischen Koordinaten nachrechnen kann, ist das eben der Gradient von der Divergenz minus zweimal die Rotation des Feldes. Ja, die erste Maxwell-Gleichung kann man mit Hilfe des Laplace-Operators umschreiben, also wenn man sagt, dass das elektrische Feld eben minus der Gradient des elektrischen Potentials ist. Dann wird eben die erste Maxwell-Gleichung zu Laplace vom Potential gleich minus die Ladungsdichte durch Epsilon 0. Im Vakuum geht dann Laplace Phi gleich 0. Es gibt noch einige nützliche Formeln, die man vielleicht kennen sollte. Erstmal sind Gradientenfelder rotationsfrei. Rotationsfelder sind auch divergenzfrei, das kann man schön nachrechnen.
Und für Gradient und Divergenz und Rotation gelten Varianten der Produktregel. Die könnt ihr euch hier mal durchlesen. Also die ganzen Formeln, die kann man in kartesischen Koordinaten einfach nachrechnen. Das ist auch eine schöne Übungsaufgabe, wenn ihr euch ein bisschen mit den Vektoroperatoren vertraut machen wollt. Jo. Jetzt, wo wir so viel Mathematik gemacht haben, können wir das Ganze mal schön anwenden. Und zwar die Herleitung der Kontinuitätsgleichung. Die ist intuitiv eigentlich ziemlich logisch, also wenn Strom irgendwo rausfließt, also wenn er eine Divergenz hat, dann muss ja die Ladungsdichte dort an dem Punkt, wo der Strom eben rausfließt, mit der Zeit weniger werden. Also der Rho nach der T plus die Divergenz vom Strom ist 0. Aber das folgt überraschenderweise direkt aus den Maxwell-Gleichungen, ohne dass man auch irgendwelche Intuitionen dazu nehmen muss. Und zwar betrachten wir uns die vierte Maxwell-Gleichung und bilden davon die Divergenz. Und da wir jetzt wissen, dass die Divergenz eines Rotationsfeldes 0 ist, muss eben auch auf der anderen Seite der Ausdruck 0 sein. Jo. Die Divergenz von E, die hier in dem Ausdruck noch drin steht, die kennen wir ja aus der ersten Maxwell-Gleichung, und zwar war das hier Rho durch Epsilon 0. Und das kann man einmal einsetzen und dann kürzt sich auch das Epsilon 0 raus. Ja, wenn man da noch das μ0 rausschmeißt, dann hat man es eigentlich auch schon dastehen. Der Rho nach dt plus dft j gleich 0. Also ich finde das einfach überraschend, wie elegant sich das aus den Maxwell-Gleichungen mit ein bisschen Mathematik ergibt. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt neugierig geworden auf die vielen schönen Anwendungen, die diese Mathematik hat. Und darum soll es in einem Seminar gehen mit der Elektrodynamik 2. Beim Orpheus-Seminar, wozu ich euch ganz herzlich einlade. Jo, ich freue mich, wenn ihr kommt. Und wenn ihr Fragen schon mal zum Inhalt von dem Video habt oder auch zum Rest vom Skript, dann könnt ihr mir auch gerne E-Mail schreiben. Jo, bis dann!